Meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen zurück zu Gothic, wo ich jetzt erstmal gucken will, ob die Waffe vom Bali-Dingensbums, den wir hier besiegt haben, besser ist als meine groben Schwerter. Hierfür müssen wir erstmal nach ganz oben gehen, weil wenn, ist sie ja ganz oben. Und tatsächlich, die ist um einiges besser. Gib mal her, die Keule. Sehr gut, da haben wir gleich noch eine bessere Waffe abgestaubt. Bevor wir aber reingehen, würde ich doch ganz gerne noch ein bisschen was futtern. Die sollen nicht denken, ich bin so ein abgefratztes Luder, das im Leben nichts erreicht hat. Von daher erstmal die ganze Wegzerrung reinschieben, die wir hier gefunden haben. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier drinnen, denn ich glaube, die Templer reagieren auch nicht so sonderlich freundlich darauf, wenn wir irgendwelche Leute umkloppen. Ach komm, gib mal den Reis ran hier. Also dürfen wir auch nur da Novizen verkloppen, wo keine Templer sind. Wird schwierig, aber wir können uns ja mal umschauen. Hallo. Sei gegrüßt, Fremder. Hi. Ist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich bin neu hier. Ich wollte mir euer Lager ansehen. Fremde sind uns willkommen. Aber es ist wichtig, dass du unsere Regeln achtest. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Fremde sich nicht aufhalten dürfen. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Ja, den kannst du eigentlich auch behalten. Ich brauche den Novizenrock eigentlich gar nicht aktuell. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Alles ruhig, geh nur rein. Na gut, okay, dann wollen wir doch mal gucken. Schönen guten Tag. Hi. Hi, ich bin neu hier. Ja. Der Schläfer sei mit dir. Alles klar, Alter? Du hast einen Guru angesprochen. Tu das nie wieder. Es ist ein Sakrileg. Wenn der Meister es für richtig hält, mit dir zu reden, wird er dich ansprechen. Okay. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Na, wenn du das sagst. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Oh, ich auch. Er schenkt uns Visionen. Zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Gute Ansicht, gefällt mir. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen. Aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Na gut. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Balnamip hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken. Na gut. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein,
Aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Okay. Zack. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Das ist schön, aber... Das kannst du erstmal bleiben lassen. Wir sehen uns erstmal noch ein bisschen hier um. Wo geht's denn zum Beispiel hier rechts lang? Außer, dass es hier den... einen der schönsten Ausblicke gibt, die ich kenne. Sieht euch das ein. Dieser schöne Wasserfall, ich liebe ihn so hart. So, wen haben wir denn hier alles? Novizen über Novizen, die den ganzen Tag Gras rauchen. Ich meine natürlich Sumpfkraut. Hi, Templer. Wie läuft's? Seit ich ein auserwählter Beschützer des Glaubens bin, fühle ich mich besser als je zuvor in meinem Leben. Hört sich wichtig an. Du bist ein Ungläubiger. Du verstehst davon nichts. Okay. Na dann, ich wünsche dir noch einen schönen guten Tag und, ne? Wo kommen wir denn hier hinten rum? Da hinten ist noch ein Guru unterwegs und wen haben wir denn hier alles? Hallo, Nyras. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Gurus sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Und was sagt er so? Der Schläfer weist uns unseren Weg, aber davon versteht ein Ungläubiger wie du nichts. Ist ja gut. Gibt es hier Templer? Ja, da oben stehen zwei. Shit. So, hier wird gerade schön fleißig Sumpfkraut gemacht, wie es aussieht. Hi. Wer bist denn du? Gorim? Hi. Hi. Wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Bal-Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Alles klar, mach ich. So, gut. Da würde ich sagen, wir gehen mal zurück und lassen uns vom Lester zu dem Alchemielabor bringen. Da hat er nämlich was zu tun und da kann ich unterwegs gleich mal mit dem ein bisschen quatschen. Da wird er sich aber freuen. Ja. Aber ich finde das sehr interessant. Hier sind so viele kleine Inseln, die sind einfach mit Stegen verbunden und dies und das. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Hi. Zeig mir den Weg. Zum Alchemielabor. Folge mir. Ich folge dir. So, der geht mit mir hier rum. Noch mehr Novizen, überall. Und hier scheint gar kein Templer in der Nähe zu sein. Verführerisch. Wir lassen die hier erstmal alle in Ruhe. Wir folgen dem Kerl einfach. Apropos Lester, kannst du mal warten? Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Bal-Namib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. Na, das klingt doch gut. Da haben wir schon mal einen kleinen Plan hier mit dem Lester ausgemacht. Ja, dich mögen auch so einige Sachen hüten oder so. Am besten wär's, wenn du verhütest. Wir brauchen nicht noch mehr so Sektenspinner, Lester. In seiner Haut würde ich trotzdem nicht stecken.
So, was haben wir denn hier? Ein großer Kreuzungssteg. Na, sowas. Ich komme, lass mich nicht allein. Wenn du mich allein lässt, schrei ich, das sage ich dir. Wenn du die Leiter raufsteigst, dann kommst du zu Kalom, dem Alchemisten. Hier unten steht Fortuno, der Krauthändler. Ah. Ich warte hier auf dich. Aber lass dir nicht zu viel Zeit, sonst gehe ich wieder zurück. Gut, hi Harlock. Gorim schickt mich. Was? Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Das ist aber nett von dir. Erinnere mich nochmal, wenn ich ausgeschlafen habe, ja? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern, oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Okay. Klarer Sieger, würde ich sagen. Klarer Sieger, würde ich sagen. Ist halt echt so, bis der aufsteht, können wir uns eigentlich voll die Gönnung geben. Oh ja. Oh, Sumpfkraut ist doch was Feines. Da fühlt man sich gleich so lebendig. Oh, oh, okay. Mehr als zweimal Selbstbefriedigung. Darf ich dich hauen? Das wird dir noch leid tun, würde ich sagen. Warum haben die alle nichts dabei? Hi. Ey. Da kommt ein Templer, jetzt sollten wir ein bisschen Ruhe geben. Solange der hier ist, dürfen wir uns nicht prügeln. Suchst du wieder Streit? Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Das habe ich gehört. So, die stehen hier unten rum, da rede ich mal mit dem Fortuno. Mehr. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Alles klar. Die tägliche Ration hatten wir ich ja schon. Ich will handeln. Was willst du haben? Da schauen wir doch mal, ob der Erz dabei hat, der kleine Knilch hier. Oh ja, der hat Erz dabei. Sogar mehr als genug. Da tun wir uns das doch gleich mal unter den Nagel reißen. Erz kann man immer gebrauchen. Und wir fangen erstmal ganz klar bei den Waffen an. Grobes Schwert. Ach komm, du kriegst noch eins. Wir haben genug von den Dingern. So, Fortuno, mein Freund. Was hast du mit der Waffe vor? Du siehst leider sehr stark aus. Es hat den Richtigen erwischt. Versuch das nicht nochmal! Entschuldige. Mein Herz. Ich sorge dafür, dass dein Erz gut angelegt wird. Aber der scheint wenigstens nichts zu haben, womit er sich regenerieren kann. Das ist gut. Das heißt, in der nächsten Runde haben wir den dann platt. Ich habe mir schon gedacht, dass der hart wird, weil der hat einfach eine verstärkte Rüstung, wie man an der Schulter sieht. Und da es hier keine Butler gibt, stellen die leicht bekleideten Novizen wie der, den wir gerade anvisieren, im Prinzip die Butler aus dem alten Lager da und die Starken hier die Schatten. Klarer Sieger, würde ich sagen. Das nehme ich alles mit. Ich kann ihm sogar die Schwerter wieder abnehmen. Wie fies bin ich denn drauf? Gib mir das. Wir müssen weg. Das wird dir noch leid tun. Hä? Der will uns gar nicht mehr an den Latz. Okay, gut. Yo, Lester. Dann danke ich dir erstmal. Ich gehe derweil mal hier hoch. Und werde mit dem guten alten Alchemisten hier oben reden. Dem Cor Kalom. Außerdem hat der ja noch ein gewisses Rezept in seinem, sagen wir mal, Besitz. Können wir hier nicht einfach in die Kisten gehen? Verdammt mich. Hey, also, aber
Aber. Beim nächsten Mal bringe ich die. Aber. Der klaut mir doch jetzt nicht. Der klaut mein Herz. Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich etwas Erz behalte. Kaloms Leibwache, das wird dir noch leid tun. Das Erz hole ich mir irgendwann wieder, das sage ich dir. Als ob der mich einfach umhaut, der Hund. Jetzt liege ich hier in der Kiste drin, als wäre ich ein Gegenstand. Als ob der das schon wieder tun will. Wieso kriegt denn der das mit? Wieso guckt denn der den ganzen Tag hier überhaupt in die Hütte rein? Das finde ich ja fies. Da komme ich nämlich gar nicht an die Kiste ran, weil der das sofort spitz kriegt. Wenn ich da ran will. Ah, das könnte noch schwierig werden. Schwierig, schwierig. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Eigentlich nicht, nee. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Das Problem ist, ich kann deinem Meister schlecht Respekt entgegenbringen, wenn du hier im Weg rumstehst. Gut, da gehen wir erstmal wieder. Wir können uns jetzt gerade nicht mit dem anlegen. Und der lässt das einfach von sich aus abgehauen, ja, glaube ich's denn. Naja, gut. Was haben wir denn hier unten noch so? Hier ist eine richtig schöne Werkstatt. Achso, ich dachte schon, der will sich schon wieder mit mir kloppen. Darion, grüß dich. Handelst du auch? Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ja, kauf mir gut. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Okay, der hat auch Erz am Start. Das ist schön. Ansonsten hat er sehr viel Müll. Also an dem Erz habe ich schon mal reges Interesse. Das sage ich dir gleich mal geradezu. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch die Bolzen und die Pfeile mitnehmen. Weil aktuell habe ich ja einen Bogen, aber ich würde gerne irgendwann mit einer Armbrust spielen wollen. So, da danke ich dir erstmal dafür. Das sind alles Novizen, das sind böse, böse Templer, die mich hauen wollen. Hallo Templer. Oh, das hier ist ja auch eine große. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Ja, red noch leiser. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Und das tue ich wie? Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür.
Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Und da komme ich ins Spiel, hä? Im Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Wo kann ich noch... Das habe ich doch schon gefragt, meine Güte. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Okay, alles klar, wissen wir Bescheid. Haben wir hier auch schon wieder einen Auftrag bekommen. Ist doch schön, es gibt überall was zu tun, Freunde. Immer und überall werden wir was Tolles finden. Hier ist auch noch ein Guru, doch mit dem dürfen wir nicht quatschen. Naja gut, wenn wir den nicht anreden dürfen, gehen wir halt eben wieder zurück. Und ja, ich würde sagen, eigentlich können wir hier in der lauschigen Ecke für heute Schluss machen. Beim nächsten Mal werden wir wieder hier in die... Ach nee, wir müssen eigentlich wieder zurück, um das Rezept zu holen. Na gut, dann machen wir das eben am Anfang vom nächsten Mal. Wir holen uns das Rezept, dann gehen wir zurück und gehen dann auch ins alte Lagerball zurück, das Rezept abgeben und einen neuen Anwärter herbringen. Ach, so sieht's aus. Bis zum nächsten Mal, Freunde.